Yeah, was geht ab? Rützenhüttel. Rützenhüttel, kann man mich hören? Hört ihr mich? Okay, Leute, wollen wir loszocken? Würde ich doch mal sagen, let's do this. Dann stelle ich die Kamera hier hin. Und nehme das Pad. Mache ein bisschen lauter. Und ich habe auch richtig Bock, weiter zu zocken. Mit meinem neuen Bild. Und ich will die Millicent-Quest noch machen. Ich glaube, da muss ich noch ein paar Sachen machen. Und, haha, habe ich ganz vergessen. Ich habe was gefunden. Das schauen wir uns später an. Erinnert mich dran, nach dieser Katakombe, Stichwort Riese. So. Ach nee, da komme ich ja her. Falsche Richtung. So, für alle, die gestern Abend nicht live dabei waren, beziehungsweise das Video noch nicht gesehen haben, hier mal ganz kurz zu sehen. Ich habe umgeskillt und man sieht jetzt hier 80 Arcane. Auch das ist jetzt noch nicht unbedingt perfekt. Vielleicht könnte man zum Beispiel aus Mind, weil Mind ist eigentlich nur fürs Zaubern, könnte man FP runterfahren, weil ich kann Tische auch letztendlich mit der Flask of Wondrous Physik casten. Und dann könnte man hier auf jeden Fall noch Punkte rausnehmen und in andere Bereiche stecken. Aber das sind jetzt erstmal so Gedankenspiele. Bislang bleibe ich erstmal hier bei dem... War ich schon. Voll ungewohnt, um die Uhrzeit zu zocken. Was hat mich denn hier gehittet? Da hat er. Das habe ich aus dem neuen Fadi-Video. Man kann die Typen irgendwie mit Crystal Darts richtig geil irgendwie umprogrammieren, habe ich gehört. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Eigentlich sollten die dann andere angreifen. Man sieht es auch, dass die da so Bubbles jetzt haben, wenn man die mit Crystal Darts angreift. Ah, das funktioniert nur bei zweien. Den macht das auch irgendwas. Alles hier haut rein. Wieso kommst du denn? Ah, guck, er greift jetzt den eigenen Typ an.
Alter. The fucking fuck. Dreckskampf. Das ist so sehr. Es geht ja gut los hier. Ich bin noch überhaupt nicht drin. Katzen, ey. Kann dieser Scheiß einfach nicht ausweichen. Ich hasse die so sehr, diese Katzen. Okay, ich mach's jetzt mit Buffs. Alter, Drecksviecher, ey. So. Manchmal lese ich doch was im Chat. So. Wie kommen wir da hoch? Ah, so hätte ich den vielleicht auch cheesen können.
Es kann eigentlich nicht sein, dass schon 5 Flasks nur an dieser einen Katze da verloren. Ich bin so schlecht. Kann ich nach hinten voll rein. Ich kann den einfach nicht ausweichen. Ich krieg das mit dem Timing einfach nicht hin, ey. Ach ja, Mocks Shackle kann man benutzen, um die Säulen zu aktivieren. Das solltet ihr mich dran erinnern und das habt ihr hiermit auch getan. Mann, ey, diese Dreckskatzen. Warum? Alter. Schon direkt wieder zum Rollen. Damit man den ersten Imp ohne Schaden überstehe. Mann! Und nicht zu fassen, ey. Aha, guckt euch das an, das ist ein geiler Tipp. Wird davon getroffen, das macht einfach überhaupt keinen Damage mehr. Das habe ich mir komplett anders vorgestellt. Diese, das ist mein. Okay, wir machen es jetzt mal. Gucken, wie wir mit Rivers durchkommen. Mann, tue ich mich schwer mit den Katzen.
komisch, dass das funktioniert, aber es funktioniert. Mehr. Schaden. Wie soll man dieser Scheiße ausweichen? Okay. Dann halben Energiebalken einschlagen. Kein Bock mehr, ey. The Rivers of Blood ist voll scheiße. Glaube, ich muss bald nochmal umskillen. Das ist zwar schön mit diesen Doppelschwertern, aber mir fehlt komplett die Alternativen. Ich kann halt nichts außer draufhauen. Ich habe keine Magic, keine Fernkämpfe. Ich habe auch dann mit denen keine Weapon Skills oder so. Ich bin echt super limitiert. Die ist zwar gut für Bosse so, aber irgendwie bin ich nicht 100%ig
Sag mal, warum finde ich die denn jetzt? Jetzt greift die Katze da oben an. Macht das, man macht das nicht. Ein Scarlet Rod. Nichts klappt gegen diese Drecksviecher, ey. Okay, er kann den Jump offensichtlich auch im kleinen Tunnel. Wisst ihr was? Fuck him. Hey, der war doch schon verzaubert. Wie lange er läuft. Alter, ich stehe halt einfach nicht auf. Tschüss. Hol ich mir das Item erstmal. Im Pad. Das fühlt sich unbefriedigend.
was. Aha. Das findest du wohl nicht so geil, was? Master of Cheese. Aus. Ja, sehr teuer. Okay, was habe ich noch im Repertoire? Ich cheese den. Bis es nicht mehr geht. Was haben wir hier? Endlich kommen mal die ganzen Items zum Einsatz. Ja klar, dann schlägst du halt durch die Treppe. Ist doch logisch. Was haben wir noch Geiles? Poisonpfeile, Darts. Nein, nicht die Treppe hoch. Scheiße! Auch richtig sauer. Ach shit, jetzt sind hier zwei. Oh, jetzt können wir das mit den Küsten da vielleicht versuchen. Ich hatte sie gerade zusammengelockt. Jetzt bin ich in die Statue gelaufen. So dumm. Oh mein Gott, war das dumm.
Aber egal, wir haben das Item. Oh. Das ist die Hauptsache. So, jetzt müssen wir nur überlegen. Was ist hier unten noch? Niemand mag diese Imps. Ja, das ist nämlich das Problem bei den Steinkatzen, dass die halt resistent gegenüber Bleed sind. Und dann macht natürlich mein gesamter Build, der komplett darauf ausgelegt ist, überhaupt keinen Sinn mehr. Spät gelesen. Jetzt da drauf gehe, könnte ich theoretisch sogar noch eine Ebene weiter nach oben kommen. This. Hier, Bossraum. Mal was probieren. Es gibt doch diese Dinger, mit denen... man die anziehen kann. Das ist halt die Frage, sind es Biester? Es sind keine Humans, es sind aber auch keine Biester. Also wahrscheinlich funktioniert es nicht. Aber wir probieren es aus. Das hat schon mal nicht geklappt. Ich hatte es befürchtet. Die Katze reagiert auf nichts. Chillt da unten. Na gut. Ich kotze. Ich katze? Noch lang. Ist
Pizza, ey. Okay, wir haben die Boss-Tür auf jeden Fall. Wir haben das Item, wir können jetzt da links reinrennen. Tür ist auf. Hier, wenn ich jetzt eine geile Waffe hätte, mit der ich hier mal ein bisschen zurückschlagen könnte. Ich bin komplett aufgeschmissen mit diesem Bild gegen diese Goblins hier. Oh, da kommen mein Päckchen. Jetzt kurz an die Tür. Was ist normal? Dass UPS einfach klingelt und ins Treppenhaus schreit, unten! Und dann das Päckchen einfach unten in den Hausflur legt und sich wieder verpisst. Ich außer Atem. Ich meine, ich wohne im ersten Stock. Man könnte doch... Naja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass das Paket, das überhaupt geklingelt hat. So, hier ist sonst, glaube ich, nichts mehr in dem Raum, oder? Wo kommt denn eigentlich der Dampf? Der geht da durch die Wand durch. Ein bisschen bescheuert. So, wir hatten aber noch nicht alles gemacht, tatsächlich. Den habe ich schon wieder vergessen. Das wird nichts. Alter, wie leicht, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Also UPS, ich weiß nicht, das ist glaube ich immer je nach Stadt und weiß ich nicht unterschiedlich. Aber UPS ist hier unter aller Sau. Wirklich unter aller Sau. Abstand die schlimmsten. Die scheißen wirklich auf alles.
Warum? Warum trifft mich das? Naja, ich verstehe, dass die Stress haben, aber letztendlich, also, das kann man ja jetzt nicht dem Kunden anlasten, oder? Also, das muss ja, UPS ist ja ein Milliardenunternehmen, das müssen die halt regeln, aber du kannst ja nicht sagen, ja, wir haben Stress, deshalb scheißen wir auf alles und machen den Job nicht richtig. Also, weiß ich nicht. Ich meine, vor allen Dingen, mich stört es ja jetzt nicht so, aber wenigstens, also, dass ich jetzt, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich da jetzt die Treppe runter musste, aber was ich halt schlimm finde, ist, wenn die halt sagen, dass du nicht da bist, obwohl du da warst. Das finde ich nervig. Also wie oft passiert es, dass dir irgendwie gesagt wird, ja, war nicht anzutreffen. Und das ist halt einfach krass gelogen. Alter, ich wusste, dass er kommt, konnte ihm trotzdem nicht ausweichen. Vergisst man eine Sache in den Dungeon. Habe ich an den Goblin da rechts gedacht? Nicht mehr an die dumme Statue. Haben wir hier endlich eine. Noch einer! Alter. Sehr nett.
stirb. Vor mir. Boah, war das knapp. Ey, es ist gar nicht so leicht, immer dann zu springen im Kampf. Ich muss ja diese Sprungattacke machen. Auch nur ein Glovebird plus 9, sonst ist ja auch nichts Besonderes. Bisschen lame. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was verpasst habe, aber ich glaube, jetzt habe ich hier alles. Keine Anzeichen für Illusory Walls. Gleich nochmal. Oh geil, dann können wir die Trompetenjungs ausprobieren, oder? Wenn es geht. Da bin ich mal gespannt. Bitte seid so richtig annoying. Ja, sie werden ihn, glaube ich, nicht schaffen, oder? Jetzt schlagen sie auf ihn ein. Aber die hauen schon ganz gut rein. Tische hätte ihn wahrscheinlich gekillt, aber... Einer muss überleben. Das Prinzip. Rotten Gravekeeper Cloak. Für so einen schweren Dungeon relativ leichter Boss. Also hätte ich, glaube ich, auch ohne Probleme, ohne Summons hinbekommen. Aber jetzt haben wir die mal in Action gesehen. Die Trompeten-Guys. Manchmal so schlecht. So. Nichts wie raus. Was haben wir denn jetzt hier noch abkassiert? Noch diese Rüstung von ihm? Da ist sie schon. Ich sehe sie schon hier. Sehr stark gegen Lightning, aber ansonsten... Immunity. Nackt darunter. Die Rüstung ist halt auch echt schwach auf der Brust. Jetzt mal was Schweres anziehen. Schon deutlich stärker. Ah ja, alles für die Offensive, ne? Genau, jetzt wollte ich was, und zwar... Hier, ich wollte mal wieder zu EG gehen. Check das ab.
jemand hat Iji getötet. Iji's Spellbearing. Iji's Mirror Hell. Man kann nicht interagieren mit ihm. Er leidet, der Arme. Auch eher was für die Style-Fraktion, glaube ich. Wirklich sinnvoll. Keine geilen Buffs. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber... Da geht er hin. Der EG. Er ist übrigens mit Vornamen Lou. Lol. Okay, dann geben wir mal die Glocke ab. Na gut. Wow. Ansonsten. Greetings, are you here for spirit? Können wir jetzt noch ein paar andere auf plus 10 machen? Welche Summons könnte man noch auf 10 machen? Welche sind noch geil? Great Shield Soldier Ashes. Night Maiden. Welche denn? Ich weiß selber nicht mehr, was ich gesagt habe, welche gut sind. Omen Killer war ganz gut, oder? Hallo? Gute Ehe, Oleg. Ist der noch früher Oleg? Blood Knight Flo. Rollo könnten wir nochmal ausprobieren, oder? Omen Killer Rollo auf Platt. Auf 10? Engwahl war, glaube ich, auch gut, oder? Machen wir Engwahl. Atlas. Den erinnere ich mich überhaupt nicht. Black Flame Monk Armon.
Oh, wir haben nur Ghost Glove. Haben wir gar nicht. So, den probieren wir einfach mal demnächst mal aus, den Rollo hier. Abwechslung in die Summons reinkriegen. Wo ist er denn? Gespannt, wie der sich so macht auf plus 10. Und jetzt könnten wir noch. Was wollte ich denn gerade machen? Ach ja, die Millicent Quest. Ich glaube, dafür muss ich noch mal hier hin. Riese haben wir doch gerade gemacht. Damit meinte ich ja den EG, den toten EG. Sollte die nicht hier sein? Schon passiert. Nee, ich meinte den Riesenschmied. Okay, hier ist aber nichts. Sichtbar machen. Also hier ist sie auf jeden Fall nicht. Hier liegt auch kein Sign von ihr. Sonst könnten wir noch mal nach Caelid gehen und gucken. Wo war das? Müsste doch hier diese Hütte gewesen sein. Celia. Die Nadel habe ich hier schon gegeben. Ich suche Millicent. Weg. Hier ist sie auf jeden Fall nicht mehr, ne? Habe ich Millicent schon die Prothese gegeben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja. Dann ist sie beim Plateau. Bei welchem Plateau?
Da ist sie doch. Oh, hello again. Ich bin noch nicht die Prothese. Something about this place felt familiar to me, so I decided to pay a visit, hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay. Okay. Muss ich. Ja, das ist eine Suche. Ich habe mir die Questline im Wiki durchgelesen. Die ist völlig crazy. Also, da kannst du entweder nur durch Zufall draufkommen. Oder halt mit einem Guide. Oh, you noticed, did you? Indeed, Millicent did visit this hovel of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No. She must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Okay. Do you need me? So, wo ist sie jetzt? Auf dem Altusplateau, aber wo? Earthly Gazing Hill Grace. Was ist das? Ja. So, jetzt sind wir hier. Wo ist sie jetzt? Links hoch? Wo, von wo aus links? Hier hoch oder was? In den Ruinen. Ah ja, okay, das macht Sinn. Ich erinnere mich an die Ruinen. Da war nämlich nichts. Nach wie vor. Meint ihr hier hoch oder was? Da ist sie doch. Ach krass. Klar, muss man natürlich auch erstmal hier finden. Oh, es klingelt schon wieder. Eine Sekunde. Das war ja lustig. Nächster
Lieferdienst. Ein Riesenpaket für Jochen. Und er stellt, also wirklich, ich weiß nicht, was es ist, aber ein Meter hohes Paket und er stellt es einfach unten in den Hausflur rein. War noch nicht mal für mich. Der klingelt bei mir, stellt kommentarlos ein riesiges Paket unten in den Hausflur. Ich gehe natürlich wieder in Socken runter, hole das Paket, damit es nicht geklaut wird, weil hier schon mehrere Pakete geklaut wurden. Und dann treffe ich auch noch den Hausbesitzer. Dann kommt der Hausbesitzer auch noch mir entgegen. Und dann muss ich auch noch Smalltalk halten. Jochen ist mein Nachbar, mit dem ich Podcast mache. Oh Gott, okay. Noch mehr Smalltalk jetzt mit Millicent hier. We meet again. Weißt du, so Sachen passieren nicht, wenn man abends streamt. As such, I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. So, wir geben ihr die Prothese, ne? Are you giving me this arm? Thank you. I am. Eine schöne Sekiro-Anspielung eigentlich, oder? I think if the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. If the arm serves well enough, it might be possible. Perhaps then I can aid you in battle. Oh, okay, sie will mir Kampf. Okay, das heißt, hier Job getan. Wo ist sie als nächstes? Wie geht's weiter? Jetzt ist sie in Halig Tree? Oder wo? Okay, dann können wir ja jetzt quasi weitermachen. Ich überlege, ob ich noch irgendwas am Bild ändern soll. Wie viele Lava-Altiers habe ich denn? Kann man die eigentlich droppen von anderen Spielern? Ich habe so viele habe ich auch nicht mehr. So oft kann ich auch nicht mehr umskillen. Was ist die hier? Oh, ich habe noch eine Death Root. 9 Stück. Ich muss nochmal ins Mühlendorf. Meint ihr jetzt, wo ich eben war, oder was? Jetzt nochmal da. Hier, oder was? Jetzt ist sie hier. Das ist eine Schnitzeljagd, ey. Wie soll man das denn? Ich meine, vor allen Dingen, wieso sollte man hierhin nochmal zurückkommen? Hat sie irgendwas gesagt, was darauf schließen lässt, dass sie an diesen abgelegenen Ort, hier, guck. Es ist wirklich der nördlichste Ort fast auf der Map. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil hier ist noch mehr Norden. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist am Arsch der Welt. Ah, we meet yet again. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Sie meinte nur, ich warte bei der Mühle, da wo der Boss war. Auf keinen Fall hat sie das gesagt. Have you call upon me in battle? Should you ever have the need? It is the only way that I can express. I would have you call upon me in battle. Should you ever have the need? It is the only way
that I can express my thanks. I would have you call upon me in battle, should you ever. It is the only way. Ja, okay, sie sagt nur, sie will mir im Kampf helfen, so wie eben auch schon. Wo ist sie jetzt? Ist sie jetzt wieder in Caelid? Gave Millicent the so, you gave Millicent a golden arm replacement. This is a wonderful development. Thank you for your kindness. Now, Millicent may fully realize her true warrior's potential, like her beautiful mother. The girl, Millicent, she is a bird, green and undeveloped, waiting to flower into magnificence. What a wondrous day that will be. In truth, before her, I'd never seen a bud of such superior quality. She might very well outshine her sisters. Oh, guck mal, das ist neu. Do you have an interest in rot incantations? Then you might like to learn something of the history of Melania, goddess of scarlet rot. Queen Marika and her king consort Radagon were blessed with twin demigods, and Melania was one of them. She was born an Empyrean carrying the scarlet rot. An Empyrean is no mere demigod. In the age of the Elden Ring and Queen Marika, precious Empyrean was born, a new god, to forge a new order. Since Melania fought Radahn, and the great scarlet flower blossomed in Aeonia, I have dedicated myself to her, and to the resplendence of the Order of Rot, the cycle of decay and rebirth. Desperate prayer. Do you need me? So, hier, bevor ich hier nochmal später hin, einmal noch Block aus. Nichts Neues hier. So, wo ist sie jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Das ist die Frage. Wo finden wir Millicent? Wird sie auf der Map angezeigt? Mountaintop, Ancient Snow Valley Ruins. Ancient Snow Valley ist das Beste. Mountaintop.
Da ist auch ein Verkäufer. To think we'd meet in such a place. What could your purpose possibly? No. I know well enough who you are. And what I know is good enough for me. Call upon me again in battle. Should you have the need. Du erwähntest es bereits. I'm searching for a fort to the north of the ruins. I heard the master of the fort was given a medallion that allowed him to visit the Halig tree. Indeed, I believe that is where Melania will be found. The Halig tree is hidden somewhere in these northern lands. I'm searching for a fort. I heard them. Okay. Das heißt, das Fort wäre ja hier. Okay, dann jetzt. Okay, also hier schon. Ich gehe hier nochmal alles ab. Hier hätte man sie wahrscheinlich summonen können beim Boss-Battle, schätze ich mal. Aber das hat sich ja. Na gut, ich meine, wir können ja jetzt nach Halig Tree, also ist sie wahrscheinlich. Ist jetzt da. Mal kurz Fenster auf. So, weiter geht's. Okay, Halig Tree, du Motherfucker. Ich muss mich anders hinsetzen, es ist so ungemütlich hier. Diese Couch ist so ungemütlich. Wie das Buch. Oh.
Ja, wie gesagt, gegen Sachen, die bluten können, ist der Bild, glaube ich, auch echt gut. Ich jetzt dumm. Gegen diese Steinstatuen ist natürlich ziemlich dumm. Das Problem ist eher, ich habe halt noch das Rivers of Blood, aber das macht ja auch. Ich bräuchte nicht. Ich habe nur Schiss wieder vor diesen Trompeten-Boys. Schreit ja eigentlich noch über was. Geiler Game. Macht halt kaum Damage. Die Idee war gut. Leider. Ich glaube aber, dass diese Items auch, ja hier, die scalen natürlich mit Intelligenz und ich habe halt nicht viel Intelligenz. Deshalb sind die auch gerade nicht so stark, aber ich glaube, wenn ich jetzt einen Mage gewesen wäre, gut, dann hätte ich eh auch zigtausend andere Möglichkeiten gehabt, aber dann hätte das ganz gut reingehauen. So Leute, jetzt benehmt euch doch mal im Chat. Ihr wisst doch, ich block euch sowieso und ich unblocke auch nicht. Also, ich weiß, ihr wollt dann irgendwie ein bisschen die Aufmerksamkeit. Ich kann das auch verstehen. Aber ich block euch und ich sag's euch ganz ehrlich, 10 Sekunden später habe ich euch vergessen. Ihr landet auf einer langen Liste an Leuten, die geblockt sind. Und das Thema ist durch. Also lasst es doch einfach. Lasst doch lieber cool miteinander zocken. Dann kriegt ihr auch eure Aufmerksamkeit. Ich vergesse euch auch nicht so schnell. Aber ich bin gleich tot, weil ich hier Diskussionen
führen muss. Immerhin 10 Sekunden Aufmerksamkeit. Ja gut, wenn das die Währung ist, wenn das es wert ist, dann okay, dann go for it. Den Weg. Schön verflucht ist jetzt noch andere. Und hier die Leiter. Boah, selbst die haut krass rein. Was hab ich denn? Fat Goal eigentlich. Was hab ich denn jetzt schon wieder geändert? Ja, das Schwert wurde mir gestern gedroppt von dem lieben Aykut aus dem Chat. Der hat sich angeboten, mir für dieses Bild ein zweites zu droppen, sodass ich nicht extra eins in G Plus holen muss. Was meinst du? Lass doch mal den Weg von eben. Ich dachte nämlich, diese Treppe sei da. Endlich mal etwas, das stirbt, wenn man es schlägt.
So. Mein Mic ist ein bisschen leise, ja, das ist, weil es jetzt so weit weg vom Mund hab. Mach ich wieder näher dran, dann ist er wieder laut. Nun. Wo geht's? Leiter. Da bin ich eben gestorben. Na, okay, jetzt verstehe ich so langsam. Und da würde es weiter runter. Okay. So geht's besser. Ancient Dragon Smithing Stone. Nice. Dann können wir wieder eine Waffe auf 25 machen. Zomba Smithing Stone. Boah, fuck, das hätte ich fast gekillt. Nein, das killt mich! Doch nicht. Junge, Junge, das war knapp.
Hier geht's sogar noch außen rum. Geht's wieder hoch. Nee, das ist nicht Rivers of Blood, was ich hier spiele. Das ist das Curved, Scavenger Curved Greatsword. Nee, Scavenger's Curved Sword heißt es. Gibt aber nur eins pro Playthrough. Das zweite wurde mir gedroppt, netterweise. Smithing Stone 9. Sehr gut. Immer gern gesehen. Was ist das? Oh nein, ein Crystal Dude. Das könnte schwer werden. Kein Blunt Damage. Ich weiß nicht, was dahinter das ist. Krake da mit der Welle? Jetzt der Terrasse her. Gut aus. Holy shit, wie willst du die denn jetzt packen? Mein Arsenal. Gar keine Chance. Einer ist schon fucking schwer, aber zwei? Vielleicht habe ich... Ach, come on. Das war doch eine geile Idee. Wieso fällt er denn nicht runter? Das war doch eine richtig gute Idee eigentlich. Und dann können die nicht runterfallen oder was? Weil die so geil sind, weil sie so geil blau sind, können sie nicht runterfallen. Ganz ehrlich, du. Da muss ich mal schimpfen. Was soll denn das? Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt, der war direkt am Rand. Probieren es gleich. Thank you.
Kann das sein, dass die sterben, wenn man die Schnecken killt? Dann müsste ja irgendwo noch eine Schnecke sein. Okay, die Schnecken sind der Schlüssel, Leute. Bis zu FromSoft meint es, da ist sie. Weg sind sie. Warum soll man sich das Leben schwer machen, wenn es doch auch... Musste gar nicht irgendwas rumexperimentieren. Einfach die Schnecken töten. Wie im echten Leben. Einfach die Schnecken töten. Uiuiui. Unnötig, sage ich mal. Stamina-Amulett. Problem ist jetzt nur, dass wir natürlich da nicht mehr hoch. Aber da ist ja schon weiter. Also jetzt Jump. Bislang gefällt mir Helic Tree eigentlich ganz geil. Ist wirklich sehr unique. Sehr einzigartig im Design. Wer bist du denn da? Scheint man von der anderen Seite zu kommen. Lel. Der ist stärker. Komplett random, welche Smithing Stones man kriegt. Also, warum, was soll ich denn jetzt mit einem Sechser im Endgame? Lass mich die doch lieber kaufen, falls ich sie brauche. Hier geht's runter, da geht's hoch. Warum ich auf Okkult geskillt habe, ist ganz einfach. Wenn man auf Okkult skillt, bekommst du ein B-Scaling in Arc. Und ich habe Arc auf 80, also ich will natürlich, dass es am besten scaled mit Arc. Und deshalb das Okkult-Scaling. Und der Bloodloss mit 87 ist schon hoch genug. Da brauchst du es gar nicht mehr auf Blood machen. Das ist, bringt nicht so viel mehr. Hingegen das B-Scaling auf Arcane bringt eine Menge. Okay, hier könnte ich jetzt wieder zurück. Hier waren die Crystal Dudes. Alles klar. Verstehe.
Hier unter mir war doch noch. Wie komme ich da hin? Hier. Oh, ein Toter aus der Bande. Zauberer. Was hat ihn getötet? Er. Aber habt ihr gerade gesehen den Unterschied übrigens zwischen Poise 56 und was hab ich gerade? Poise 52. Er konnte halt einfach mich interrupten. Unter meinen Schlagangriff unterbrechen. Das ist nicht so geil. Ich hätte gerne mehr Poise. Dafür müsste ich schwere Rüstung. So geil, wie das Blut da an die Wand gespratzt ist. Guck dir diesen Blutfleck da. I like. Hier kommen wir raus. Das ist doch lebensmüde. Zauberer? Nervig. Springe ich hier aus dem Fenster nur, um diese Butterflies zu kriegen? Oder geht es vielleicht darum, dass man hier unten landet? Dem Baum? Leute, wenn es euch gefällt, das Let's Play, und ihr noch Teile verpasst habt, könnt ihr die, sofern ihr jetzt, also ich spreche jetzt hier natürlich, okay, ich spreche hier mit den Leuten, die gerade live gucken, könnt ihr das natürlich nachholen auf, kommt der denn hier hin? Der Mana hat... Kaum gehe ich um die Ecke, macht er die Ufer. Boah. Hält aber gut was aus. Also wie gesagt, könnt ihr das ganze Let's Play natürlich bei mir auf dem YouTube-Kanal Grumpy Ede gucken. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Er ist schon sehr alt, über 15 Jahre. Aber er lag 14,5 Jahre mehr oder weniger brach. Also wenn ihr einen richtig original alten YouTube-Kanal mal abonnieren wollt, Grumpy Ede, ich freue mich über Likes, Comments, Glocke, dies, das. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich klaue das auch nur von anderen Leuten, die mir sagen, dass man das so machen muss, damit man auf YouTube überhaupt gesehen wird. Aber ja, macht, wie ihr Bock habt. Nein, falsch. Oh, warte, nicht falsch, das probiere ich. Kann ich den runterdingsen?
Was? Unagi. Whee. Aber der Stoß ist nichts. Es gibt, glaube ich, noch einen krasseren Runterstoß-Zauberspruch. Aber das hatte etwas sehr Befriedigendes, das auf so eine Weise zu lösen. Das muss ich mal gerade mal sagen. Alles. Das sieht mir nach Boss Area aus. Das hier sieht mir nach Aufzug. Hoch oder runter? Hoch. Ach geil, coole Abkürzung. Nice. Wenn ich jetzt den wieder runterschicke und auf das Dach springe, bringt mir das was? Da irgendwas. Okay. Ah, okay, ich verstehe, aber ich gehe jetzt natürlich nicht mit 170.000 Seelen zum Boss. Hier kommt die Frage, warum habe ich immer diesen Mehr-Runen-Buff. Nee, das kommt tatsächlich nicht über einen Talisman. Also das kann man auch über einen Talisman machen. Und zwar über den... hier, wo ist er denn? Über den Skarabäus-Talisman. Aber es hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich ja hier eine Bande aufgemacht habe. Und wenn einer aus der Bande, also hier im Multiplayer-Menü, ihr könnt auch natürlich Teil der Bande sein, wenn ihr hier im Gruppenpasswort groß geschrieben Bande plus Ausrufezeichen eingebt. Das kann ich übrigens mal wegmachen. Dann seid ihr auch Teil der Bande. Und wenn dann einer von euch den Levelboss legt oder sogar Eldenlord wird, dann bekommen alle anderen in der Bande für, ich weiß nicht genau, für eine Minute oder zwei Minuten einen Mehr-Seelen-Buff. Und das seht ihr quasi hier dann entsprechend. Runen. Klar. Ach ja, aufleveln, stimmt. Wie brauche ich denn? So, was wollten wir? Intelligenz 20 für Wing of Estel. Am I right or what? Da ist es wieder. Das Lustige daran ist, okay, Fat Roll war klar. Eventuell müsste ich hier sowas. Und zwar, das Lustige ist ja,
dass der Wing of Estel auch ein Curved Sword ist. Das heißt, das Moveset bleibt quasi gleich. Aber ich habe meine Nebula wieder. Und mein Stagger Damage. Macht natürlich jetzt nicht so viel Schaden, weil es ist jetzt kein Int-Bild mehr. Aber es freut mich trotzdem, dass ich mit einem kleinen Switch auf jeden Fall Nebulas zaubern kann. Anlegen. Dann schauen wir mal, was sie uns hier jetzt erwartet für einen Boss. Ich buff mich schon mal. Nee, falscher Buff. Oh. Pferd? The fuck? Bisschen zu offensiv, oder? Der Damage ist gut. Ich bin halt eine krasse Glass Cannon offensichtlich. Damage war gut. Problem war, ich habe zweimal die Sprungattacke nicht getroffen. Das heißt, es waren zweimal vier Treffer, die nicht getroffen haben richtig. Insofern ein bisschen ärgerlich. Ja, ich glaube, das ist machbar. Ich habe noch gar nicht alle Items, die ideal sind für diesen Buff. Also man kann hier noch mehr rausholen, theoretisch. So, wir machen uns noch ein bisschen krasser. Und dann sollte das doch eigentlich... Eieiei. Das ist natürlich auch... Wieso brauche ich denn so lange zum Heilen, ey? Wieder nicht getroffen. Da geht er down. Lorettas Mastery.
Lorettas War Sickle. Das ist nicht so leicht abzuschätzen, dieser Angriff. Nur ein bisschen üben. So, die Waffe gucken wir uns natürlich an. Lorettas Warsick Albert. Also sieht auf jeden Fall nett aus. Wow, ganz schön schnell für ein Hallbird. Oder? Bilde ich mir das ein oder ist das super schnell? Geil, die Waffe. Sieht echt geil aus. Also, die gefällt mir richtig gut. Ist der erste Hallbird hier in dem Spiel, der mir richtig... Ich muss das mal gerade checken, ob ich mir das einbilde. Ich habe ja nicht so viel Hallbird-Erfahrung, aber nehmen wir mal jetzt den Dragon Hallbird. Nee, das ist er nicht. Okay, der hat ein ganz anderes Moveset. Haben wir hier noch Hallbirds? Den haben wir noch. Auch ganz anders. Also es ist schon ziemlich einzigartig, das Moveset. Auch für Hallbirds, würde ich mal sagen. Was haben wir denn hier noch? Commanders Standard. Gucken wir nochmal zum Vergleich. Guck mal, wie schnell die schlägt. Und Vierer. Noch diese Sprungattacke. Ups, falsch. Schon doppelhändig genommen. Einzige Nachteil, wie ich es gerade so, wie ich das feststelle, ist, sie hat halt nur diesen Schwinger. Sie hat nicht mehr, wahrscheinlich beim Rollen. Sie hat halt nicht mehr diesen Stich nach vorne. Ist auf jeden Fall eine geile Waffe. Kann man sich mal merken. Lorettas War Sickle gefällt mir echt gut. Passt jetzt nicht zu meinem Build. Dex, Strength, Int. Aber Moveset ganz schön krass. Na gut. Was haben wir noch gekriegt? Noch irgendwas kriegen. Ach ja, den Zauber. Okay. Den Lorettas Bogenzauber oder was. Ja. 200.000 Seelen übrigens. Nice. Direkt ein Level. So, als nächstes könnten wir eigentlich Vigo. Ich überlege, Leute, ob ich umspeak und aus Mind was rausnehme. Ich zauber überhaupt nicht. Ich benutze auch kaum
spielst mit dem Bild. Ich habe das eigentlich nur drin gelassen für Summon von Aschen, aber das könnte ich mit dem Flask of Wondrous Physik eigentlich auch hinkriegen. Tja. Was darf für eine Larve hier verschwenden soll. Oh ja, Date, das können wir eigentlich auch mal machen. Die Dragon Incantations. Vielleicht habe ich dann auch mehr Möglichkeiten für Zaubersprüche. Flächendeckend. Welche kann ich denn überhaupt benutzen? Rotten Breath könnte ich benutzen. Magma Breath. Dragon Claw. Flintstone Breath. Ich nehme jetzt mal nur die, die ich überhaupt benutzen kann. Das wird doch mal ein Spaß. Mit dem habe ich auch noch gar nicht gespielt, mit den Dingern. Was macht das eigentlich? So. Wo sind die denn jetzt? Bei Incantations wahrscheinlich. Hier. Da habe ich ja eigentlich eine ganze Menge an Auswahl. Nein, die kann ich nicht benutzen. Dann nehmen wir dafür hier haben wir noch mal ein bisschen neues Spielzeug zum Ausprobieren, Leute. Ich müsste natürlich auch mal meine Talismänner upgraden. Es wird aber auch nicht viel Damage machen, befürchte ich. Das habe ich halt befürchtet, dass das nicht viel Damage macht. Ach man, ey. Ich finde Zauberspruch nicht durch. Ich halt auch nicht so viel Face habe. Guck mal, der kann das auch.
Aber das ist wahrscheinlich der falsche Talisman, nicht aufgelevelt. Also es gibt natürlich Gründe, warum das gerade so schwach ist. Es hat nicht was mit den Zaubersprüchen an sich zu tun, sondern halt generell mit dem Equipment. Ich müsste mal gucken, welchen Talisman nimmt man denn? Hier, den müsste ich wahrscheinlich nehmen. Dragon Cult. Oh, der scaled mit einem Dragon Communion. Der ist noch besser. Den könnten wir doch eventuell sogar aufleveln. Well, I took youth no matter it's lay out your arms then. Müsste das doch schon deutlich mehr Damage machen. Schon besser. Was haben wir hier? Rotten Dragon Breath. Da müsste doch noch irgendein Typ rumlaufen. Bin ich noch einer? Schlechter Ort zum Testen hier. Welchen Ort nehmt ihr, um Sachen zu testen immer? Das sollten Gegner sein, die schon ein bisschen auch was aushalten können, aber nicht zu nervig sind, damit man in Ruhe testen kann. Ich bin ja immer noch ein Freund von... Nee, das war falsch. Also, das macht natürlich auch Sinn, dass man einfach sagt, wir gehen hier, dann kriegt man wenigstens auch Seelen. Boah, das ist eine krasse Reichweite. Das ist schon ganz geil. So als Alternative mal. Gar nicht so schlecht. Was haben wir noch? Dragon Ice. Geht doch ganz gut ab. Damit kann man doch ganz gut den Bild noch ergänzen, oder? Dafür, dass ich eben noch nichts hatte. Das sieht auch geil aus. Das probieren wir mal aus. Quatsch. Ich weiß, einige von euch haben das schon die ganze Zeit gesagt. Ich habe halt nicht alle. Ich mache halt nicht immer alles, was ihr sagt. Ich weiß. Ja, ist ein krasser FP-Fresser, das stimmt. Allerdings brauche ich die FPs ja auch sonst für nichts. Also insofern können die ruhig fressen. Jetzt habe ich hier noch das. Bringt nicht so viel. Da
Das bringt großen Spaß. Also wir könnten mal gucken, die Bees können rausfliegen, Clansmi könnten wir drinnen lassen für den Fall, dass wir mal wieder irgendwas auf uns drauf haben. Das Rejection bleibt auf jeden Fall drinnen, das hat mir eigentlich alles ganz gut gefallen. Können wir hier noch gucken, was ist denn noch geil, was ist denn hier mit? Wo ist es? Bloodflame Talents. Na, ah, keine Reichweite, kann ich nicht gebrauchen. Stone of Grank. Das ist nicht schlecht. Das ist schön schnell. Gute Reichweite. So. Wollen wir mal drin lassen. So, komm, das lassen wir jetzt erstmal so. Und machen weiter. Okay, ich habe natürlich die Dings, die Rune Arc noch am Laufen. Das könnte sein, dass gleich die ganzen Zaubersprüche nicht mehr funktionieren, wenn ich tot bin. Natürlich. Oh. So eine lange Treppe ist aber auch Quatsch. Vor allem meine ich Leiter, nicht Treppen. Das ist scheinbar noch ein ganz schönes Stückchen hier. Relic Tree, echt großes Gebiet. Und das ist optional, oder? Relic Tree ist optional. Ja, da kriegt man schon ein bisschen Anor Londo-Vibe. Es ist aber auch geil in diesem Spiel, wie viele dieser Momente FromSoft natürlich ganz bewusst immer kreiert. Diese. Am geilsten war es doch, wenn man, als man Godfrey besiegt hat und dann da rauskommt und dann sieht man so zu über Liurnia und im Hintergrund die Akademie und so diese epischen Weitblicke, das ist doch. Gibt einfach so ein Gefühl von Epicness und ich weiß nicht. Ja.
Dragon Smithing Stone. Sehr schön. Es gibt keine Mimics in dem Spiel, oder? Bisschen schade. Es gibt nur diese Rauchchests. Aber ich rauche ja nicht mehr. Insofern war das natürlich für mich auch. Was hast du dir davon erhofft? Dass es einen Durchgang gibt und du dann von dort hier in den Raum kommst? Schiss. Aber keine Blutflecken hier, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das Millicent. Again we meet. I can only surmise our purposes are aligned. In which case, allow me to explain myself. I am of Melania's blood, but in what capacity I know not. I could be sister, daughter, or an offshoot. Whatever the case though. Offshoot. I am certain of a kinship between us. There is something I must return to Melania. The will that was once her own. The dignity. The sense of self. That allowed her to resist the call of the Scarlet Rot. The pride she abandoned. To meet Radahn's measure. There is something I must... The will that was... The dignity. Wahrscheinlich kann ich sie bei Melania dann... Summonen. Gibt's was Besseres für den Flask? Das ist für mein Bild noch besser. Hier kann ich, glaube ich, runterdroppen, oder? Aber billig, das ist eine ganz andere. Stone 6.
schon eine ganz schlaue Idee, auf die Arme auszulegen. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor denen wegen ihren Schilden. Aber gut. Lightning Greatbow. Das ist schon mal Foreshadowing, was mich gleich erwartet. Hier sind sicherlich irgendwo nervige Bogenschützen am Start. Da kann ich rauf und runter. Ich gehe erstmal den regulären Weg, bevor ich irgendwelche anderen Wege gehe. Das ist mein natürlicher Feind in diesem Bild übrigens. Great Shields. Beziehungsweise generell Schilde. Könnte sein, dass der Stone of Gurung gegen Schilde hilft. Aber ja, meistens warte ich einfach ab, bis sie halt angreifen. Das Problem ist, mit Einhandwaffen prallt man halt einfach an den Schildern ab. Triple Rings of Light. Incantation, wirklich? Sind das die Dinger, die der Musician, wer ist er denn? Der Flötenboy oben gespielt hat? Ist das der Zauberspruch? Ein sehr schöner Dungeon hier, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Oh, was ist denn das? Tree Giant. Okay. Hey, Scheiße! Helen Knight Sword. Eine Waffe. War das der Tree Giant, der da auf mich geschossen hat? Der da? Sind es zwei oder ist es der gleiche? Schon er. Wir wissen alle, wie das hier endet. Das ist ein veritabler Cheese, den ich...
ey, kein Bock, den so zu machen. Hier geht's wieder hoch. Die wirken irgendwie alle schon richtig fertig. Guck mal, der sitzt einfach nur da. Steht so richtig langsam auf irgendwie. Die haben keinen Bock mehr zu kämpfen. Die sind kriegsmüde. Kann man das so sagen? Oh, na, der überlebt. Hier schon? Hä? War ich doch. Aber wieso habe ich den nicht? Hä? Okay, das habe ich übersehen. Okay. Und das passiert. So, Leute, jetzt gehen wir hier lang, dann da runter. Ja, hier. Der Ebene war ich. Ja, ja, ist das hier kompliziert. Ich doch erstmal hier. Ach so, ich bin da lang gegangen. Dann bin ich direkt darunter gehüpft. Ich verstehe. So. Noch einer. Ich war schneller. Puh. Es ist ja schon immer ein Gamble, ne? Man kriegt schon ganz schön auf die Fresse auch. Ich habe ihn noch gelootet, bevor er runtergefallen ist. Die Masse an Gegnern macht es dann am Ende fast schon anspruchsvoll.
Oh, da ist was. Warte. Oh, kommen wir nicht. Wollen wir? Teddy Edward Daniels, was geht? Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Oh. Manchmal habe ich das Gefühl, die Gegner sehen den Kameramann, weil ich meine, er kann mich nicht sehen, aber er reagiert darauf, wenn ich hier so um die Kamera lunse. Noch so ein Tree-Try. Und Ballisten. Eieiei, das wird schwierig. Da muss ich von der anderen Seite kommen. Das wird nichts. Ist nicht möglich. Okay, what the fuck? Der kommt von der anderen Seite. Der hat mich überzeugt. So, was ist hier? Oh nein, da sind die Viecher. Ich könnte hier drauf und dann da runter. Ja, echt sehr viele Abzweigungsmöglichkeiten. Deine Schulter sich bewegt, dann sehe ich. Kennt ihr diese Yes-But-Memes? Dann weiß ich nicht, hier irgendein geiles Handy. Yes. Geiles Handy und dann But und dann schlechter Akku. Diese Memes, die finde ich sehr lustig. Wie komme ich denn jetzt? Okay, lass mich mal verlieren. Jumpen nochmal hier hin. Oh, hier klingelt's. Wie viel ist es denn? Sehen wir. Ich wollte bis 7 machen. Erstmal. Weil ich dann heute noch verabredet bin mit Großmeister. Mit einem Großmeister. Ich sage nicht, wer es ist. Es ist ein Großmeister im Schach. Ich kenne viele, ich kenne einige. Man hängt halt miteinander so ab. Ab einem gewissen Skill-Level. Oh, falsch. So. Kann nur Simon Kretschmann sein. Clearrod Knight Finlay. Legendary Ashen Remains. Habe ich alle gekriegt? Ich habe auf jeden Fall eine Trophäe erhalten. Wahrscheinlich habe ich alle Legendary Ashes oder was? So. Ein Bonfire wäre auch mal nicht schlecht, oder? Den Sprung schafft man den? Darüber? Mich nicht. Da
damit käme man da hoch. Somber Asian Dragon Smithing Stone. Whoop, whoop. Und da ist nämlich der Typ mit dem Stock. Dann haben wir noch die Akroballistas. Ballisto wäre jetzt nice. Oh, das muss doch klappen. Bringt aber wahrscheinlich gar nicht so viel, wobei man könnte vielleicht da runter dropsen. Ja. Das ist Quatsch, wa? Da waren wir, da waren wir. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, die wir ja nicht mehr haben, die ich gerade nicht mehr habe. Und dass meine Kids auch gerade nach Hause gekommen sind und ich die auf jeden Fall auch nochmal sehen will. Warte. Scheiß auf die Kids, ich muss hier lang. Hier ist der Tree Spirit. Ich will halt nicht mit 170.000 Seelen jetzt sterben. Gibt es denn hier nicht noch irgendwo ein Bonfire? Wenn ich den angreife, habe ich nur noch einen Fluchtweg, und zwar den hier. Und da kommt irgendwann der Tree Sentinel. Schwierig, schwierig, schwierig. Seelen im Gepäck. Nee, Leute, das ist doch ein perfekter Cliffhanger. Das heben wir uns einfach fürs nächste Mal auf. Das ist die schlauere Variante. Something I must, the will, the dignity. Oh nein, was habe ich denn da gepoppt? 45.000, das war ja dumm. Ich habe mich in der Reihe geirrt. Das war ja nicht schlau, da bleibt ja jetzt einiges übrig. 45.000 verschenkt. Na gut, also. An der Stelle mache ich mal hier eine kleine Pause, Leute. Egal. Vielen Dank, Leute. Und bis die Tage. Haut rein. Tschüss.